So, wer war der verzauberte Geist im Baum? Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Du hast eine uralte Macht befreit. Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hin können. Wieder wird Blut fließen. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Na toll. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstümmelt und erschöpft. Und so kann stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen? Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrümmelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Immerit kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brust. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Oha. Ei, ich hoffe, wir müssen da nicht großartig kämpfen. Er ist gekommen, dich zu holen. Okay, Nebel. Machen wir nochmal einmal, zweimal, dreimal. Boah, die Fähigkeit ist schon geil, was sie hat, ne? Sind wir entkommen? Yeah, haben wir gut gelöst, glaube ich. Nicht, dass wir hier noch einen schicken Bosskampf haben. Obwohl es ja cool wäre.
das ging daneben. Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Damit kommt ihr nicht davon. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich das gut gelöst habe oder nicht, aber auf jeden Fall. Der Wind heult. Okay. Okay, wurde ganz viel berichtet dem Baron, was du über Anna erfahren hast. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Die Tür ist jetzt ja auch offen, ne? Alles klar, dann schauen wir hier mal hinein. Die Kiste hatte ich doch schon leer, oder? Oder nicht? Was ist das denn? Ist auch eine Tür? Ach so, die Falltür. Ja, hier waren wir ja schon, ne? Na, dann können wir ja eigentlich wieder wegmarschieren von hier. Würde ich mal sagen. Und schauen uns mal draußen um und gehen mal zum Baron, würde ich sagen.